Willkommen bei Twisted Metal, unserem neuen Let's Play. Wir dachten uns, wir spielen mal ein bisschen was anderes, nachdem wir jetzt Alone in the Dark angefangen haben. Damit geht es auch noch weiter, keine Angst. Aber jetzt mal hier Car Combat at its best mit dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, das Ding. Ist aber nicht mehr so lange her. Wir hatten das auch bei Giga im Live-Gameplay. Und jetzt nochmal komplett die Story im kooperativen Splitscreen. Ja, die Story ist so, ist ein bisschen eigenartig. Ist dreigeteilt, an drei verschiedene Charaktere gebunden. Und ist eigentlich eine Aneinanderreihung von ja, ich sag mal, losen Matches. Weil genau. Es ist so ein bisschen, ich meine, erstens, die Story ist jetzt zwar ganz interessant, weil düster und so weiter, aber sie hat nicht so wirklich Tiefgang. Und davon mal abgesehen, hat ja das Gameplay eigentlich auch nichts mehr mit der Story zu tun. Ich meine, Autos kaputt machen und das, um sich Wünsche erfüllen zu lassen von einem Magier, der ein Turnier veranstaltet. What? Ja, man merkt so ein bisschen, dass das in den 90ern entstanden ist, dieses Spielprinzip und die IP. Ist schon ein bisschen, ne? Und du hast es auch schon mal gesagt in Bezug auf das Spiel, dieses Genre, dieses reine sich mit Autos kaputt machen und so, das gibt's eigentlich gar nicht mehr so richtig, oder? Oder wenn, dann höchst vereinzelt. Also es ist so. Also ich erinnere mich da nur an, es gibt so eins, auch von Eat Sleep Play, dem Entwickler von Twisted Metal, weiß jetzt allerdings nicht, wie das heißt, All Cars, irgendwas, ist aber also so eher Micro Machines mäßig angehaucht. Mhm. Und dann habe ich noch was gespielt von 2004 oder so, das heißt Mash, das ist auch eher Micro Machines mäßig angehaucht. So dieses richtige Full-on Car Combat aus dem, also was halt aussieht wie ein typisches Rennspiel, aber eigentlich gar keins ist. Hm. Das gab es schon, also seit den 90ern gibt es das nicht mehr. Und da gab es Have a Nice Day, da gab es Carmageddon, da gab es Interstate und wie sie alle hießen. Ja, es gibt halt so ein paar Genres, die sind sehr in ihrem Zeitgeist verhaftet und die verschwinden dann einfach auch irgendwie fast komplett, sobald ihre Zeit abgelaufen ist, und das ist eins von diesen Genres. Wir haben uns übrigens, wie ihr schon merkt, dazu entschieden, die Story-Sequenzen, also da nicht andächtig zu schweigen, damit ihr der Story folgen könnt. Ja, die funktionieren aber auch ohne Ton. Größtenteils. Also, Mami, warum blutet denn die Frau da aus dem Hals? Es geht hier um Sweet Tooth, den Clown, der ja irgendwie nur ein Dämon ist, der von, wie heißt der richtig? Needles Kane, der den besessen hat. Und der bei einem seiner vielen Serienmorde, ich glaube sogar bei seinem ersten, ein Mädchen hat davon kommen lassen und genau die will er jetzt jagen und endlich finden. Und dazu nimmt er an dem Turnier teil, damit er gewinnt und dann sich den Wunsch erfüllen kann, endlich sein letztes Opfer da zu kriegen. The one that got away. Ihr merkt schon, ist eine Happy-Go-Lucky-Story. Mhm. Finde ich gut, kriege ich richtig gute Laune von. Nee, also ist tiefschwarz und das finde ich halt irgendwie auch faszinierend daran, dass es sich halt so, also da wird halt nicht gelacht. Also er lacht die ganze Zeit, weil er nicht anders kann, aber. Ja, es ist wie ich schon gesagt habe, nicht die tiefste Story, aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine interessante Story. Ich finde sein Assi übrigens super mit der langen Nase. Sein Assi. Das ist, ja, das find, vor allem, wer erklärt sich freiwillig bereit, einem Dämonenclown-Serienmörder zu helfen? Ja, ich meine, hat er eine Stellenanzeige? Bombeninserat, ja. Ja, ich meine, hat er bei Craigslist reingeschrieben, suche Typen, der mir hilft, Leute im Auto zu töten und dann Mädchen abzuschlachten? Also, das ist irgendwie ein bisschen absurd. Ja, wir spielen die geschnittene Version. Da sind die Zwischensequenzen sehr deutlich teilweise geschnitten. Wir werden es auch gleich sehen. Es ist auch krass, weil die gesamte PEGI, also die europäische Version, ist komplett geschnitten. Nicht nur die deutsche oder sowas. Und Zack, da ist ein Schnitt. Ja, eindeutig. Und das geht ja nicht jetzt von so einer, von der PEGI oder der USK aus, sondern von den Machern selbst, die halt sich gesagt haben, wir schneiden das lieber vorher, damit wir keine Probleme haben, das zu releasen. Und ich glaube, nur die amerikanische Version ist. Ja, ja. Also, könnt ihr mal bei YouTube gucken, falls ihr unbedingt sehen wollt, wie das alles in seiner blutigen Gänze aussieht. Das gibt's auch eigentlich selten, oder? So Spiele, die in den Zwischensequenzen heftig geschnitten sind, weil es, ja, ich will jetzt nicht sagen nötig ist, aber weil es halt irgendwie Sinn ergibt. Aber das Gameplay ist eigentlich gar nicht so brutal, weil es viel abstrakter ist. Das wäre auch so wichtig, witzig. Das Spiel an und für sich, das kann ja ein 10-Jähriger spielen und hätte Spaß daran, wenn da die krassen Zwischensequenzen nicht mehr. Das ist wirklich irgendwie sehr absurd. Mama, was macht der Clown da? Ach, Jackie Estacado. Der will nur spielen. Sieht irgendwie doch schon. Oder Antonio Banderas. Release the darkness. Jackie. Ja. Ich frage mich, wie warm es in dieser Fahrerkabine ist. Jetzt geht's gleich los, hoffe ich. Hoffst du mal? Ja. Also das ist natürlich so, ist ein super Let's Play. Ist eher ein Let's Watch gerade. Let's Watch something. Ich mag auch den Eiswagen, den eigentlichen Sweet Tooth. Der ist auch super. Ja, wir spielen, die Kampagne kann man im Co-op-Splitscreen spielen und das machen wir. Genau. Ihr werdet Tom
in der oberen Hälfte sehen und mich in der unteren Hälfte. Mit anderen Worten, da wo gesackt wird, das ist unten. Falls ihr euch jetzt fragt, warum das hier schon mal vorgespielt wurde, wir hatten gerade schon eine Fehlaufnahme. Das ist fantastisch. Brought to you by yours truly. So. So, man wählt sich immer ein Hauptfahrzeug und dann welche zum Auswechseln, weil es gibt im Spiel so Garagen, da kann man reinfahren und dann kann man sich ein anderes Auto nehmen. So, ich nehme Sweet Tooth und Death Warrant. Das ist einmal ein sehr stark gepanzerter, halt der Eiswagen, und der Death Warrant ist so ein Allrounder. Und man kann sich dann immer eine der, die Standardwaffe quasi aussuchen. Mhm. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt geht's gleich los. Und das ist ein total simples Deathmatch. Das heißt, wir zwei sind in einem Team und müssen alle anderen platt machen. Ja, alle. Auch die Unschuldigen. Gerade die Unschuldigen. Gerade die. Ja. So, hier wird immer die Strecke vorgestellt. Das ist total langweilig. Und dann geht's auch schon los. Es gibt nicht mal einen Countdown am Anfang, finde ich auch gut. Nee. Singleplayer hat's den noch. Im Singleplayer ist es, wenn man so einsteigt mit dem Spiel, kann man sehr schnell überfordert werden, weil zum einen die Steuerung ist ein bisschen komisch, zumindest wenn man die Standardsteuerung hat, und die KI ist extrem aggressiv. Also ist nicht so, dass man jetzt denkt, die bekämpfen sich auch gegenseitig, sondern man denkt sich gerne mal, die bekämpfen alle nur mich. Oder, ich bin ja fast tot. Ja, das denkt man sich auch mal. Und man kann sich heilen. Also es gibt hier halt überall so diese Power-Ups, die rumliegen, Raketen etc. etc. Und jedes Auto hat natürlich seine eigene Spezialwaffe. Und dann kann man sich noch heilen, indem man in so einem Health-Truck fährt oder man fährt halt in die Garage und wechselt das Fahrzeug. Also es ist super arcadig, was... Alter, ich hab den ersten noch fast, wenn ich hier nicht aufgehalten werde. Oh, wie ihr auch seht. Jesus. Ich finde halt so geil, wie viel hier kaputt geht und das Spielgefühl stimmt einfach, auch wenn es jetzt nicht so das hübscheste Spiel ist. Ja, das kann man wohl sagen, aber muss ja auch nicht. Nee. Aha, frisst Taxi. Crazy Taxi. Soll ich das jetzt entheben? Crazy. Aha, Uzi ins Heck. Eigentlich heißt die Uzi, glaube ich. Ich glaube, ich spreche es mal falsch aus. Ah, ne? Ja, schön. Ja, prima. Tom. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber gerade ist ein Avira-Pop-Up aufgegangen. Ja, weil wir das über den PC feeden, das PlayStation-Bild. So, damit ist natürlich auch der Typ weg. Ja, bei mir auch. Egal. Das ist live, meine Damen und Herren. Live on tape. Ach so. Oh, komm schon. Truck. Nein, wir... Jawohl! Und da bin ich wieder voll. Und jetzt. Hier ist ein Death Warrant, den ich. So, das ist eigentlich meine Alternative. Müsste. Ja, komm. Auch ein Auto. Viel fehlt nicht mehr, viel fehlt nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Der hat mich gerade untergraben. Gibt's doch nicht. Okay. Ja, also alle Autos haben so zwei Spezialwaffen eigentlich. In deinem Fall ist es halt ein Alternativmodus, wo sich Sweet Tooth in diesen Roboter verwandelt. Ja. Und einmal, dass du den Kopf da oben als Homing-Missel abschießen kannst. Und mir ist dieser Taxi-Wurf hier. Der auch ziemlich witzig ist. Death Round gekillt. Und man kann, wenn man den Controller schüttelt, ein Turbo auslösen, weil Rammen ist in dem Spiel auch nicht verkehrt. Weil es gibt sogar ein Fahrzeug, bei dem eigentlich die ganze Strategie ist, zu rammen. Nämlich das, was eigentlich nur aus zwei Rädern besteht. Ja, zwei sehr große Monster-Truck-Räder verbunden durch einen ganz kleinen Stab oder so. Und der Kern des Spiels ist ja eigentlich auch der Multiplayer-Modus. Nicht mal unbedingt das, was wir hier machen, sondern Online-Multiplayer-Deathmatch. Und das ist auch super witzig. Es ist auch, also du hast mittlerweile auch ein paar Singleplayer-Runden gespielt und sagst, das ist da knackenschwer und so. Bei mir war halt der erste Eindruck so Singleplayer, aber im Multiplayer fand ich super lustig eigentlich schon von Anfang an, weil es halt so chaotisch ist. Kann man sich, also wenn man nicht gerade ein unheimlich attraktives Let's Play moderieren muss, kann man sich auch so ein bisschen absprechen, so ja, bei mir ist einer gerade tot und oh, das und war gut. Wow. Bam. Effizient. Wir sind zwei Minuten schneller als bei unserer Fail-Aufnahme vorhin. Nicht übel.
Not bad. So, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Ich sehe das gerade nicht. Ich auch nicht, meine Augen sind zu schlecht. Ich habe jetzt ja eigentlich auf Event Select gedrückt, ja. Dann gucken wir nämlich mal, was als nächstes kommt und beenden diesen Part an dieser Stelle. Wow, Wenn nicht dann mal 4 Minuten die. Gameplay, aber dafür Der war nämlich Zwischensequenz schon. bis zum Get-No. Ja, geht ja bald weiter, ihr müsst ja nicht lange warten. Das nächste wird Deathmatch im Colosseum. Oh, get it? Wie Colosseum? hieß das hier Get eigentlich? it? Das hier ist einfach nur Sun Springs, California. Ja. Ja, ist nicht extra gebaut worden, um zu killen. Genau. Verstehst du? Und Deswegen. als nächstes kommt New York, glaube ich. Ihr seht immer dieses Clownsgesicht, ist übrigens immer eine Zwischensequenz. Ja, die kann man separat Und anwählen. ich glaube, dieses ganze Ding, was wir hier sehen, diese eine Reihe, ist komplett Sweet Tooth Story. Ja, genau. Ne? Das sind die paar Missionen. Also abzüglich der drei Zwischensequenzen sind es halt fünf Missionen. Und dann gibt es das gleiche noch zweimal für die anderen. Wir können mal unser Objective hier angucken. Wieder nur Destroy All Enemies. Was hast du denn erwartet? Rätsel lösen? Wer weiß, das seht ihr dann. Wobei, es gibt ja in jeder Arena immer spezielle Bedingungen, Ja. die man erfüllen muss. Also, dass zum Beispiel man immer in so einem Ah. eingekreisten Areal sein muss, Ja, wenn auf man die Matches freue rausgeht. ich mich schon. Die Ja, sind genau. super. Ach Gott. Also, freut euch genau wie wir auf die nächsten Teile. Bis zum nächsten Mal. Ciao.